Wissen ist Macht. Aber nicht nur das. Dadurch erwächst daraus auch eine Verantwortung den Unwissenden gegenüber. Unsere Aufgabe ist es, das Leben und die Lebensqualität der Menschen zu bewahren. Ein Kampf im Verborgenen, der jeden Tag neue Opfer fordert. Wenn die Menschen wüssten, was bereits direkt vor ihrer Haustür lauert, könnte niemand mehr ruhig schlafen, zur Arbeit gehen oder ausspannen, aufwachsen, eine Familie gründen, Nachwuchs zeugen, alt werden. Wir sind nur noch einen Steinwurf vom Abgrund entfernt, der Chaos und Anarchie bedeutet. Das Ende des Lebens, wie wir es kennen. Das dürfen wir nicht zulassen. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Ist die Leitung sicher? Jetzt ist sie es. Was haben Sie für mich? Protokoll Alpha ist seit heute Nacht 3.22 Uhr in Kraft getreten. Es ist also passiert. Wie schlimm ist es? Noch ist die Lage unter Kontrolle. Die Nachrichtensperre ist aktiv. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wann und wo erwarten Sie den ersten Durchbruch? Die Berechnungen laufen. Eine passende Cover-Up-Story liefern wir zeitnah nach. Verdammt nochmal, das ist kein Spiel. Halten Sie sich an Ihren Part, dann wird es keine Probleme geben. Sie machen mir Spaß. Wir melden uns. Für die Nachrichten auf The Wave 102,3 FM. The Name is beste Musik. Schlagzeile des Tages immer noch. Die Explosion des Hunter-Kohlekraftwerks nahe Castledale, Utah. Zur Stunde sind die Ladungsarbeiten noch im vollen Gange. Aufgrund der Schwere hat die Regierung den Ausnahmezustand in der Region verhängt. Katastrophen, Krieg. Als ob es keine besseren Nachrichten mehr gibt. Jazz, die ganze Nacht durch, jetzt. Na, wunderbar, das hat mir gerade noch gefehlt. Officer, es tut mir leid. Ich war wohl etwas schnell unterwegs. Sheriff, Sir, so viel Zeit muss sein. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Sicher, hören Sie, es ist spät. Ich wollte schnell nach Hause. Ich bin erst gerade nach Port Hardy gezogen. Mr. Snyder, Sie sind doch nicht etwa der Glenn Snyder? Natürlich sind Sie das. Ich habe all Ihre Romane gelesen. Gerade Der Geist aus der Flasche ist mein absoluter Liebling. So gefühlvoll und gleichzeitig so spannend. Aber
Das hören Sie bestimmt andauernd. Das freut mich ja, aber seien Sie mir nicht böse. Ich mag diesen Personenkult nicht besonders. Ich bin müde und will nur noch nach Hause. Schreiben Sie mir jetzt ein Ticket. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich wurde über Ihren Umzug informiert. Sie können sofort weiterfahren. Hier Ihre Papiere. Fahren Sie ansonsten bitte etwas vorsichtiger und, ach ja, willkommen in Port Hardy. Wir sehen uns bestimmt noch. Ja, danke. Na, das kann ja noch heiter werden. Nur noch in die Falle. Es tut mir schrecklich leid. Bürgermeister Ramsay hat darauf bestanden, dass ich Sie kurz aufhalte, damit er diese kleine Willkommensfeier vorbereiten konnte. Was machen diese ganzen Leute hier? Mr. Snyder, ich hoffe, die Überraschung ist geglückt. Überraschung? Das hat mir mehr von einer Hausbesetzung. Ja, das freut uns sehr. Schließlich bekommen wir nicht alle Tage so einen prominenten Bürger. Ramsay, ich glaube, es ist genug. Aber nicht, dass ich schon genug habe. Sind Sie verrückt? Eine Art Ritualmord. Das Opfer wurde nahezu ausgeweitet. Das ist der Anbieter, der Spinner. Und das Ende. Und das Ende. Alles in Ordnung? Nein, ich... Sie sehen etwas blass um die Nase aus. Ein Glas Wasser. Reicht Mr. Snyder doch bitte ein Glas Wasser, dann geht es ihm bestimmt schnell wieder gut. Hier, bitte, Mr. Snyder. Vielleicht war das doch alles etwas viel. Jetzt erstmal alle raus. Ach, das tut mir aber leid, alter Sportsfreund. Aber Sie haben wohl recht. Kommt schon, Leute. Die Party ist vorbei. Sollen wir Dr. Butters holen? Nein, es geht schon wieder. Nur bitte, ich brauche etwas Ruhe. Bitte? Dann empfehle ich mich. Tut mir leid. Eigentlich sollte das eine nette kleine Willkommensparty sein. Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich brauche nur mein Bett. Gut, wir sehen uns. Bin unterwegs. Gute Besserung. Puh, endlich. Dachte, ich werde ihn niemals los. Im Wachzustand ist mir das noch nie passiert. Es begann alles 1999 im Mittelmeer, vor der Insel Korčula. Die genauen Koordinaten waren 42 Grad und 86 Minuten nördlicher Breite und 16 Grad und 95 Minuten östlicher Länge. Der Vorfall wurde als Fall 40474-80687 in die Akten aufgenommen. Siehst du das? Was ist das? Das ist doch nur so ein Stein. Werf den wieder ins Wasser. Aber siehst du nicht die Zeichen? Da! Die Darika und ihre Besatzung, bestehend aus 5 Fischern, verschwand ohne jede Spur. Bei klarem Wetter und ruhiger See. Erst 2008 konnte durch Zufall bei einem abgebrochenen Test des frisch in Betrieb genommenen Large Hadron Colliders, kurz LHC, im CERN-Institut das Rätsel um ihr Verschwinden gelöst werden. Alle zum Fall gehörenden Fakten wurden als streng vertraulich klassifiziert.
hier. Oh, das ist ja... Ja, Barbecue. Das, oh. Bisher wissen wir nur, dass das hier mal ein Mensch war. Oh, wer immer das hier war, hat ganze Arbeit geleistet. Oh, und der Geruch. Das war der ausschlaggebende Faktor. Nur deshalb wurde der Leichnam gefunden. Der Küchenjunge sollte den Müll rausbringen und, naja, er rief dann gegen 11 Uhr abends aufgelöst bei uns an. Irgendwelche weiteren Zeugen? Nicht, soweit wir bisher in Erfahrung bringen konnten. Der oder die Täter waren schnell. Könnte das nicht auch ein Tier gewesen sein? Ein Bär vielleicht? Naja, wenn Sie genau hinsehen, ist da sehr präzise gearbeitet worden. Glatte Schnitte, das kann unmöglich ein Tier gewesen sein. Außerdem wurde der Rest vom Opfer sorgsam eingewickelt in den Müllcontainer gelegt. Ist Doc Butters schon verständigt worden? Naja, eigentlich nicht. Wir dachten, die Autopsie hat sicher bis morgen Zeit. Weglaufen kann der Patient ja nicht mehr. Rufen Sie ihn an. Wenn hier ein bestialischer Mörder rumläuft, sollten wir schnellstmöglich wissen, was passiert ist. Irgendwie kommt mir das Ganze bekannt vor. Weiß nur nicht ganz woher. Und von heute auf 93.3 FM. Hier sind die Nachrichten. Was für eine Nacht. Aber erst mal den Kaffee. Zum Glück habe ich das Haus voll möbliert gekauft. Aber bekomme ich auch einen? Haben Sie mich erschreckt. Tut mir leid. Tut es bestimmt nicht. Wie kann ich Sie heute loswerden? Warum so feindselig? Na, dann schießen Sie mal los. Ich brauche Ihre Hilfe. Hier, bitte sehr. Danke. Na, das war ja einfach. Aber ich meine, ich brauche Ihre Hilfe bei einer Ermittlung. Lassen Sie mich nachdenken. Ich bin weder Miss Marple noch Jessica Fletcher. Ich glaube nicht, dass ich eine wirkliche Hilfe wäre. Im Gegenteil. Es geht um einen sehr sonderbaren Mordfall. Ich sagte schon... Eine Art Ritualmord. Das Opfer wurde nahezu völlig ausgeweidet. Tut mir leid. Das ist doch... Ich wollte Sie nicht erschrecken. Alles in Ordnung? Sie sind schon wieder kreideweiß. Ich habe mich an einen Ihrer Romane erinnert. Das Dämonenportal. Und ich glaube, es gibt eine Verbindung. Und jetzt glauben Sie, dass da ein Dämon durch die Nachbarschaft spukt? Seien Sie nicht albern. Nein, das glaube ich natürlich nicht. Aber da scheint jemand Ihren Roman gelesen zu haben. Ich habe gestern extra nachgeschlagen. Genauso begann dieser Roman. Okay, damit habe ich wohl einen Stalker in der Nachbarschaft. Ich meine, Sie ziehen nach Port Hardy und am selben Abend wird Ihr größter Roman Wirklichkeit. Glauben Sie, ich habe meinen eigenen Roman nachgespielt? Gott bewahre. Sie meinen, dass unter den Partygästen gestern ein fanatischer Fan gewesen ist? Kein schlechter Gedanke. Aber ich würde für alle Anwesenden meine Hand ins Feuer legen. Das war quasi der harte Kern des Ortes. Wie kann ich Ihnen sonst helfen? Ich weiß, es klingt ungewöhnlich, aber Sie haben den Roman geschrieben. Vielleicht können Sie uns beim Täterprofil helfen oder Ihnen fallen Details am Tatort auf, die uns vielleicht entgehen würden. Sie lassen mir wohl sonst keine Ruhe, oder? Genau. Dafür schulden Sie mir dann aber einen Kaffee. Am 31. November 2001 stieß eine Expedition zur Antarktis bei Bohrungen am Dome Concordia in etwa 2000 Meter Tiefe auf ein unidentifiziertes schwarzes Objekt. Wir stoßen gleich an die 2000er-Marke. Der erste Verdacht, dass es sich bei dem Fund um prähistorisches Vulkangestein handeln könnte, bestätigte sich nicht. Wir sind auf etwas gefallen. Sofort anhalten!
Vielmehr führten detaillierte Untersuchungen hieroglyphenartige Symbole zutage, die keiner der bekannten Hochkulturen zugeordnet werden konnten. Schon wieder ein Bohrkopf im Eimer! Na los! Ziehen Sie das Bohrgestänge wieder raus! Ich hoffe, das ist nicht wieder einer dieser Granitsplitter. Ah, was auch immer! Es kommt zu uns wieder einen kalten Tag! Das kann ja heiter werden. Wir sind sowieso schon eine Woche in Verzahr, was das wieder kostet! Und ich muss es wieder dem Konsortium melden! Toll! Das wird die alten Herren nicht freuen. Halt, warte! Da kommt der Bohrkopf. Hallo, was ist das? Das ist doch unmöglich! Das Ding hängt fest! Kein Hochladen, mein Leben zu sein! Was zum Teufel ist das? Der Fund wurde zunächst unter Verschluss und vor den anderen Mitarbeitern geheim gehalten. Später sollte er nach Europa zurücküberführt werden. Doch kam es dort nie an. In unseren Laboren konnten wir schließlich den ersten Beweis für die Existenz des gravimetrischen Phänomens finden. Das Mineral besaß eine ungewöhnliche Energiesignatur. Es musste unter 0 Grad Celsius transportiert werden, um stabil zu bleiben. Ein weiterer Zwischenfall konnte so um Haaresbreite verhindert werden. Das Artefakt lagert heute in einer Thermokiste in der Aufbewahrungsstation von Groom Lake, New Mexico. Ach, kommen Sie. Ist das nicht aufregend, an den Tatort eines Verbrechens zu fahren? Offen gesprochen, nein. Meine Geschichten reichen mir völlig. Ich brauche nicht mehr Realismus. Warum haben Sie mit dem Schreiben aufgehört? Bin ich doch ein Verdächtiger. Nein! Nein, mich interessiert nur, warum vor knapp 15 Jahren das letzte Buch erschienen ist. Vielleicht sind mir einfach die Ideen ausgegangen. Ach, kommen Sie. Der größte Bestseller-Autor seit Stephen King und von einem Moment auf den nächsten Funkstille? Ich hatte einen Stalker. Er hat weder mich noch meine Familie in Ruhe gelassen. Irgendein abstruser Satansjünger, der glaubte, ich würde ihm den Weg zum Höllentor zeigen. Blanker Unsinn. Könnte das hier etwas Ähnliches sein? Ich meine, das wäre eine mögliche Erklärung. Vielleicht. Aber dass die mich so leicht finden konnten? Außer dem Einwohnermeldeamt habe ich niemanden von meinem Umzug informiert. Naja, sie zu finden, das wäre kein großes Kunststück. Bürgermeister Ramsey hat eine große Presseerklärung herausgegeben, dass sie gestern nach Port Hardy gezogen sind. Dann ist es wohl mit der Ruhe und dem Frieden bald vorbei. Warum sind Sie eigentlich nicht mehr verheiratet? Das geht Sie nichts an. Man wird doch mal fragen dürfen. Steht das nicht sowieso in meiner Akte? Sie werden es kaum glauben, aber Ihre Akte ist leer. Was wollen Sie damit sagen? Da steht außer Ihrem Geburtsjahr praktisch gar nichts. Weder Eltern, Familie noch irgendetwas anderes. Haben Sie einen Freund beim FBI? Schnüffeln Sie allen Neuankömmlingen hinterher. Ich war neugierig. Ihre Bücher habe ich in meiner Jugend verschlungen. Jugend? Wie alt werden Sie sein? Mitte 20? Sie könnten meine Tochter sein. Nicht ein wenig jung für einen Sheriff. Ach, das liegt bei uns in der Familie. Und als mein Vater in den Ruhestand gegangen ist, habe ich seinen Posten übernommen. Klingt ja sehr euphorisch. Bis heute war es hier auch eher langweilig. Aber wir sind da. Carter, was ist denn hier los? Das Fernsehen ist los. Die haben sicher von dem Fall irgendwie Wind bekommen und... Mir ist egal, wie. Aber das ist immer noch ein Tatort. Haben Sie Butters schon erreicht? Negativ. Er scheint über das Wochenende mal wieder fischen zu sein. Wahnsinn. Anscheinend hat sich halb Vancouver Island hier versammelt. Dürfen wir mal durch. Sheriff's Department. Sie blockieren Ermittlungen. Anscheinend war nicht nur Ihnen so langweilig. Ja, danke. Als ob mir das nicht noch gefehlt hätte. Kommen Sie hier entlang. Die besten Entwicklungen zu diesem tragischen Mordfall. Das Opfer konnte immer noch nicht identifiziert werden. Die Bewohner sind geschockt. Ich stehe jetzt neben... Nehmen Sie das Ding aus meinem Gesicht. Glenn Snyder, Bestseller-Autor von Horrorromanen wie Der Geist aus der Flasche. Mr. Snyder, sind Sie von den lokalen Behörden zu den Ermittlungen hinzugezogen worden? Kein Kommentar. Ah ja, die Behörden scheinen ja immer noch... im Dunkeln zu tappen und nach jedem Strohhalm zu greifen, wenn sie sogar schon abgehalfterte Schriftsteller zu den Ermittlungen hinzuziehen. Was für ein Schwätzer. Gehen wir hier hindurch. Den Hinterhof konnten wir noch rechtzeitig genug absperren. Und hier soll es passiert sein? Ah, ich sehe schon. Ja, das Blut scheint vom Opfer zu stammen. Leider scheint unser Arzt und Leichenbeschauer nicht in der Stadt zu sein.
Nein, hier kommt mir nichts bekannt vor, wenn es das war, was Sie wissen wollten. Irgendwelche Ideen, wo noch Hinweise versteckt sein können? Naja, bei dem Roman hat der Täter eine Visitenkarte hinterlassen. So wie die da oben. Was? Oh, wie kommt die denn da oben raus? Ich dachte, Sie hätten den Roman gestern noch einmal gelesen. Der Täter hat die Leiche von einem der oberen Balkone gestürzt. Vielleicht sollten Sie die Wohnungen über dem Restaurant einmal untersuchen lassen. Guter Punkt. Carter. Ja, Ma'am. Ich bin schon unterwegs. Wollen Sie vielleicht einen Blick auf das Opfer werfen? Ehrlich? Ich passe. Der Horror in meinen Büchern reicht mir völlig aus. Nun, ja. Kann ich wieder gehen? Ich... Ja, sicher. Natürlich. Warten Sie, ich fahre Sie. Telefon. Sichern Sie die Leitung. Ihre Kontaktaufnahme war nicht vorgesehen. Sie sollten... Das waren die Horden von Reportern in Port Hardy auch nicht. Der Feind hat schneller zugeschlagen, als wir berechnet haben. Als wir berechnet haben? Und welcher Feind? Von einer Gegenseite war nie die Rede. Das betrifft Sie nicht. Sie sollten sich nur an das Protokoll halten. Ich habe Ihre Spielchen so satt. Ich kann meinen Job nicht erledigen, wenn Sie mir wichtige Informationen vorenthalten. Hier geht es um die nationale Sicherheit. Hier geht es um wesentlich mehr. Und im Gegenteil, umso weniger Sie wissen, umso besser können Sie sich an den Plan halten. Danke auch, aber so einfach geht das nicht. Wir haben hier einen Zwei-Fronten-Krieg und ich habe keine Lust, zwischen die beiden zu geraten. Die Presse glaubt an einen Serienmörder. Das kann uns nun nützlich sein. Wie wollen Sie den Leuten dann eine Quarantäne verkaufen? Oder haben Sie dafür auch schon eine tolle Berechnung aus dem Ärmel geschüttelt? Es wird Tote geben. Wesentlich mehr. Halten Sie sich an den Plan. Sobald die Gegenseite direkt ins Spiel eingreift, melden wir uns. Gut. Aber spätestens dann will ich meine Antworten. Schönen Tag noch. Bis bald. Wie war das im Buch nochmal genau? Sie sagten doch, Sie haben es wieder gelesen. Überflogen. Ich habe es... Wollen Sie jetzt die ganze Zeit drauf rumreiten oder helfen Sie uns, den Mord aufzuklären? Sie haben mich um Hilfe gebeten, vergessen. Dann verraten Sie mir zumindest, was Sie nach Port Hardy verschlagen hat. Das schöne Wetter wird's ja wohl nicht gewesen sein. Gut, treffen wir eine Vereinbarung. Keine persönlichen Fragen. Über meine Bücher, von mir aus... Aber bilden Sie sich nicht ein, nur weil Sie der Sheriff hier sind, werden wir Busenfreunde. Sind Sie fertig? Wenn der Fall aufgeklärt ist und der Freak hinter Schloss und Riegel, vergessen Sie, wo ich wohne. Das war deutlich. Ist immer noch die Explosion des Hunter-Kohlekraftwerks nahe Castledale vom vergangenen Morgen. Zwischenzeitlich hat die FEMA, der amerikanische Katastrophenschutz, die Region völlig abgesperrt und mit den Notfallmaßnahmen begonnen. Ein Sprecher der FEMA sagte auf einer kurz einberufenen Pressekonferenz: Wir haben die Bevölkerung von Castledale bereits aus der Stadt evakuiert und in ein Notlager umgesetzt. Die Aufräumarbeiten können voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages beginnen. Zur Stunde sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen, aber es wird mit an die 300 Toten und vielen Schwerverletzten gerechnet. Derzeit schließen wir menschliches Versagen nicht aus. Montreal, gestern ging das Comedy-Fest. Ich will das nur klarstellen. Ich will nicht. Schon gut, schon gut. Also, was passiert als nächstes? Der Kult der Sieben. Der Kult der Sieben? In das Dämonenportal geht es um eine Gruppe Holzfällern, die einen Dämon beschwören. Um sich an der Company, die ihre Stadt ruiniert hat, zu rächen. Ehrlich? Ich dachte, Sie haben... Na gut, ich habe das Kapitel überflogen, aber ich dachte nicht, dass es die Holzfäller gewesen war. Wer hätte es dann Ihrer Ansicht nach sein sollen? Vorsicht! Ah!
2001 wurde ein Untersuchungsausschuss gegründet mit dem Ziel, alle bis dahin gefundenen Artefakte und Anomalien zu katalogisieren und das wahre Gefahrenpotenzial festzustellen. Das Projekt namens Guter Hirte legte im Februar 2003 seinen Geheimbericht einer Versammlung von hochrangigen Militärs vor. Meine Herren, Ruhe bitte. Ich muss doch sehr bitten. Was Dr. Polokow hier vorgestellt hat, ist das Worst-Case-Szenario. Unsere Aufgabe ist es... Das ist doch grober Unfug. Das ist genauso glaubwürdig, als würden Sie uns hier versuchen, die Existenz Gottes wissenschaftlich beweisen zu wollen. Unsere Aufgabe, meine Herren, ist es, alles Notwendige in die Wege zu leiten, damit es nie zu diesem Szenario kommt. Wenn ich auch etwas sagen darf, wir haben doch unumstößliche Beweise zusammengetragen. Aufzeichnungen, Protokolle, ja sogar Videobeweise. Können genauso gut Fälschungen sein. Die Kommission rund um Dr. Thomas Oppenheimer hat die Dokumente eingehend geprüft. Sie sind authentisch. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, meine Herren, dass die Frage nicht ist, ob es passieren kann, sondern wann es passieren wird. Dafür brauchen wir Protokoll Alpha. Ach, Sie sind ja verrückt. Meine Herren, bitte. Ergebnis einer folgenden einwöchigen Geheimkonferenz war, dass die FEMA, die Federal Emergency Management Agency, dem Heimatschutzministerium unterstellt wurde. Ein nettes Cover-up, Sir. Ein notwendiges Übel. Nicht einmal der Präsident darf von unserer Arbeit erfahren. Jeffries, fragen Sie doch bitte den Piloten, wann wir landen. Jawohl, Sir. Acht Stunden etwa, Sir. Ich werde froh sein, wenn wir endlich aus dieser Sardinenbüchse herauskommen. Sie fliegen nicht gerne, Sir? Das wird noch ein langer Flug. Wohl ein schlechter Witz sein. Für einen Sheriff sind Sie eine lausige Fahrerin. Warum sind Sie überhaupt ausgewichen? Oh, da lag was auf der Straße. Und deshalb fahren Sie uns an den nächsten Baum? Sie wissen doch, dass man Wild überfahren soll. Das war kein Wild. Oh. Kommen Sie, wir müssen hier raus. Ich bin zu alt für diese Stunts. O'Connor an Zentrale. Bitte kommen. Hat man hier mitten im Nirgendwo überhaupt Empfang? Bitte kommen, Zentrale. Tja, niemand zu Hause. Dann sehen wir uns doch mal an, wer sich mitten auf eine Straße legt. Wenigstens hat er sich eine malerische Waldlichtung ausgesucht. Oh. Oh nein. Was ist los? Darf ich vorstellen, Dr. Samuel Butters, unser Arzt und Leichenbeschauer. Kann noch nicht lange tot sein. Der Körper ist noch warm. Er trägt eine Schwimmweste und Gummistiefel. Genau da scheint er zu bluten. Sehen Sie das? Ich will es gar nicht sehen. Aber lassen Sie mich raten, wie das andere Opfer auf dem Hinterhof. Aber sagen Sie mal, riechen Sie das auch? Ja. Ja, jetzt, wo Sie es sagen. Aber das kann eigentlich nicht von der Leiche hier kommen. Der Geruch setzt erst viel später ein, wenn die Bakterien ihre Arbeit aufgenommen haben und anfangen, den Körper zu zersetzen. Ersparen Sie mir die Details. Für einen Horrorautor sind Sie ein ziemliches Weichei, wissen Sie das? Nur weil meine Bücher in Blut baden, muss ich es nicht tun. Aber wo kommt der Geruch her? Moment.
Machen Sie es nicht so spannend. Hat er sein Frühstück da liegen lassen? Kommen Sie nicht näher! Das ist... Oh mein Gott, das müssen mehrere hundert sein. Mehrere hundert was? Menschen! Hier liegen mehrere hundert verstümmelte Kadaver übereinander gestapelt. Verdammte Scheiße! Zentrale, Zentrale, zu kommen, meldet euch! Hier, ein Kaffee. Ach, danke. Mann, wird das hier schnell dunkel. Das ist ein Schlachtfeld. So viel zur Theorie um einen fanatischen Fan. Musst du die Jungs von der Spurensicherung aus Vancouver anfordern. Auf solche Fälle sind wir hier nicht vorbereitet. Außerdem scheinen alle bei uns ausgeflogen zu sein. Auf so etwas ist niemand vorbereitet. Sie ziehen das Unglück magisch an, oder? Sheriff O'Connor. Sheriff O'Connor. Hören Sie, das Team wird sicher noch die halbe Nacht damit beschäftigt sein, die ganzen Beweise zu sichern. Sie können hier im Moment nicht viel tun. Fahren Sie nach Hause. Ich denke, ich hatte auch genug Leichen für einen Tag. Wie kommt es eigentlich, dass Sie hier so ruhig bleiben können? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich schon zu viel gesehen. Das ist ein Anblick. Den würde ich am liebsten aus meinem Gedächtnis streichen. Fowler? Ma'am? Haben Sie einen fahrbaren Untersitz, der mich zurück in die Stadt bringen kann? Beziehungsweise können Sie Mr. Snyder nach Hause fahren? Schätze, das wird sich einrichten lassen. Ich übernehme das. Oh, wer sind Sie denn? Gestatten, Smith, Agent Smith. Das CBI hat mich geschickt. Agent Smith, huh? Tja, wir wurden über Ihr Kommen nicht informiert. Sie haben in dem ganzen Durcheinander bestimmt das Memo nicht bekommen. Sieht ja so aus, als hätten Sie ein paar Leichen zu viel im Keller. Tja, wie auch immer. Smith, wie? Sehr unauffällig. So jung und schon bei den Sturmtruppen? Was auch immer, ich will nach Hause. Und das liegt in der anderen Richtung. Eins nach dem anderen. Kommen Sie, ich nehme Sie beide mit. Aber bringen Sie ruhig erst Mr. Snyder nach Hause. Ich sehe das Pflaster an Ihrem Kopf. Alles in Ordnung, Sheriff? Ich denke schon. Das war der Unfall. Der steckt mir immer noch in den Knochen. Aber nichts, was eine Aspirin, eine Dusche und eine Mütze voll Schlaf nicht kurieren könnten. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Süßholzraspeln können Sie von mir aus später noch. Ich will nach Hause. Die Dame, der Herr... Der CBI hat schnell reagiert. Wann wurden Sie informiert? Offen gesagt, ich war in der Gegend, als mich die Dienststelle in Vancouver informiert hat. Es war also nur ein Katzensprung. Das ist, glaube ich, in der Geschichte Kanadas der größte Leichenfund. Sogar des ganzen Kontinents. So viele Tote auf einem Fleck hat es zuletzt in den großen Weltkriegen gegeben. Bringt es endlich hinter euch und tauscht eure Telefonnummer. Ihr Freund scheint ja ein... Weder ist er mein Freund, noch ein besonders netter Mensch. Ich hatte gehofft, er könnte mir bei den Ermittlungen helfen. Stattdessen benimmt er sich nur unmöglich. Das nennt sie Ermittlungen. Columbo hatte mehr kriminalistisches Feingefühl in seinem kleinen Finger. Ach ja? Sie haben keine Ahnung von richtiger Ermittlungsarbeit. Sie sind Glenn Snyder, richtig? Ich gebe kein Autogramm. Sie waren doch 95 beim großen Brand in der Harrison Street dabei, in Chicago. Hatten Sie nicht sogar wenige Tage zuvor Ihre Frau und Ihren Sohn verloren? Das geht Sie nichts an! Das habe ich nicht gewusst. Das tut mir leid. Woher wissen Sie das überhaupt? In den vergangenen 20 Jahren waren Sie regelmäßig Zaungast von Brandkatastrophen, Flugzeugabstürzen, Autounfällen. Wir haben eine Akte über Sie. Das waren keine Zufälle. Ich bin einfach zur falschen Zeit am... Nein, Mr. Snyder. Sie werden von diesen Katastrophen wie ein Magnet angezogen. Wollen Sie etwa behaupten, ich hätte an diesen Katastrophen Schuld? Oh, ich kann das nicht glauben. Nein, aber ich glaube, Sie wissen weit mehr, als Sie zugeben. Das ist doch... Halt, warten Sie! Sehen Sie doch da vorne! Doch halt eine Gestalt über die Straße. Ach, das ist bestimmt nur ein Betrunkener. Nach diesem Tag wäre es ihm nicht zu verdenken. Nein, da stimmt irgendwas nicht. Sie da! Hey! Hey, Sie da! Oh mein Gott, es ist ja...
Bürgermeister Ramsay? Wenn Sie mich fragen, hat er nur ein wenig zu viel geladen. Ich muss weiter zum Altar. Bitte. Mr. Ramsay? Mr. Ramsay, Sir, was ist... Er ist ja leichenblass. Wir sollten einen Krankenwagen rufen. Er sieht schwer gezeichnet aus. Und... Was zum... Alter! Lassen Sie sich sofort los! Zu spät. Alle sind weg. Hier ist kein Stein mehr auf dem anderen. Alle sind angestellt. Er hat sich alle geholt! Er hat sich in Luft aufgelöst. Ich habe meine Meinung geändert. Ich brauche jetzt einen Doppelten. Schmeißen Sie mich in der nächsten Bar raus. Wir müssen unbedingt sofort zur Stadt zurück. Verdammt. Wir sind zu spät. Zu spät für was? Steigen Sie ein. Ich hoffe, wir finden in der Stadt noch Spuren. Leichenfund in einem Hinterhof einer beliebten hiesigen Gaststätte zeichnen sich neue Entwicklungen ab. Wir schalten nun live zu unserer Reporterin Jennifer Fewer, die sich live in einem Helikopter über Port Hardy befindet. Jennifer? Danke, Dick. Als wir uns gerade auf den Rückweg machen wollten, wurden wir auf ein merkwürdiges Lichtphänomen aufmerksam. Timmer, bitte nochmal auf das Licht drauf. Und wie wir bei näherem Hinsehen feststellen mussten, hat sich auf der Central Street in Port Hardy eine riesige Menschenmasse gebildet, deren Mitglieder allem Anschein nach jeweils eine Kerze in den Händen tragen. Ein gespenstisches Bild. Ob es sich hierbei um einen Gedenkakt für den Ermordeten handelt, darf bezweifelt werden. Vielmehr scheint sich hier ein gespenstischer Exodus abzuspielen. Wir konnten leider weder von der Polizei noch im Rathaus eine Stellungnahme erhalten. Jennifer? Jennifer, sind Sie noch in der Leitung? Regie, was ist da passiert? Jennifer! Meier, gehen Sie in die Werbung! Verdammt, wir sind zu spät! Es hat begonnen! Oh mein Gott! Das kann nicht! Das ist Wahnsinn! Schnell, raus aus dem Wagen! Die dürfen uns nicht bemerken! Diese armen Menschen! Wie können Sie da so ruhig mit zusehen? Diese Menschen stehen unter einem fremden Einfluss, der ihnen suggeriert, sich anzuzünden. Sie können ihnen nicht mehr helfen. Und sollte uns einer von denen bemerken, sind wir auch so gut wie tot. Was meinen Sie? Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Es muss jetzt schnell gehen. Kommen Sie! Wir müssen hier rüber zu diesem Laden. Der gibt uns bessere Deckung. Warum machen die das? Warum zünden sich diese Menschen an? Sie wissen es doch. Sie haben es gesehen. Was meinen Sie? Sie wissen, was hier los ist? Was hat diese kranke Scheiße hier zu bedeuten? Nein. Das Dämonenportal. Klingelt's? Aber das war doch ein Roman. Ich habe es gesehen. Unser lieber Mr. Snyder verdankt seine kreative Schreibe leider nicht seiner blühenden Fantasie. Er kann Dinge sehen. Dinge, die andere nicht sehen. Dinge, bevor sie passieren. Das, was Sie hier sehen, ist das Werk eines ungebetenen Besuchers. Wie auch die Leichen, die Sie heute Nachmittag gefunden haben. Das ist... Dieses Ding... Hat es meine Frau und meinen Sohn? Nein. Nein. Sicher nicht dieser Besucher. So, jetzt scheint die Luft wieder rein zu sein.
sind die ganzen Menschen hin? Er weiß, dass ich ihm auf der Fährte bin und versucht, seine Spuren zu verwischen. Okay. Gut. Wer zum Teufel sind Sie? Vom CBI auf keinen Fall nicht, Mr. Smith. Sollten wir hier lebend rauskommen, sag ich es Ihnen vielleicht. Und jetzt kommen Sie. Sollten wir den Menschen nicht folgen? Sind Sie nicht auf dem Weg zu Ihrem Besucher? Oh mein Gott. Wenn das Dämonenportal ist. Mr. Snyder, reißen Sie sich zusammen! Diesen armen Seelen ist nicht mehr zu helfen. Er weiß, dass wenn wir nur einen davon in die Finger bekommen, führt er uns zu ihm. Und deshalb verbrennt er sie? So ist es leider. Und jetzt kommen Sie. Vielleicht hat er doch Spuren hinterlassen. Bitte alle zuhören. Vor 43 Stunden trat das Alpha-Protokoll in Kraft. Das ist das erste Mal seit Verabschiedung des Washingtoner Krisenaktes, der nach Abschluss des Projektes Guter Hirte aufgesetzt wurde. Zum Hintergrund. Auslöser war ein gravitaler Zwischenfall in Testanlage 1 nahe Castle Dale, Utah. Eine Explosion in der Kühlung des dort betriebenen Teilchenbeschleunigers hat zu einer vorübergehenden partiellen Anomalie des Gravitationsfeldes in Teilen der Vereinigten Staaten und Kanadas geführt. Sir, ich verstehe nur Bahnhof, Sir. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, der kleine Junge ist mal wieder vom Fahrrad gefallen und hat sich die Knie aufgeschlagen. Und jetzt gibt's Pflaster von Mama, Kekse und eine gute Nachtgeschichte. Sir? Stellen Sie sich das Raumzeitgefüge als ein gespanntes Leinentuch vor, der an einigen Stellen abgenutzter ist als an anderen. Stellen Sie sich vor, jemand reißt an dem Stoff. Was passiert dann? Er reißt. Richtig. Und zwar an mehreren Stellen. Und zwar denen, wo der Stoff am dünnsten ist. Für uns sind Schadensbegrenzung und Eindämmung die Stichworte. Wir operieren auf nicht-amerikanischem Grund. Es ist also ausgesprochen wichtig, dass wir keine Fehler machen. Und worin genau besteht unsere Aufgabe? Nicht so ungeduldig, dazu wollte ich jetzt kommen. Also, die größte Anomalie haben wir 400 Meilen nordöstlich von Vancouver Island ausmachen können. Wie es aussieht, scheint allerdings die Kleinstadt Port Hardy noch im Wirkungsbereich der Anomalie zu liegen, also... Sir, das hier kam eben über den Ticker. Geben Sie her. Verdammt. Gut, meine Herren. Sieht so aus, als ob das öffentlich-rechtliche kanadische Fernsehen gerade die Bombe hat platzen lassen. Gut, wir haben jetzt noch weniger Zeit zu verlieren. Jeffries? Ja? Wir brauchen eine Cover-Up-Story fürs Fernsehen. Sir? Jawohl, Sir. Thomas? Ja, Sir. Wir brauchen den Störsender gleich nach der Landung. Gut, es ist gleich soweit. Alle anderen in die Fahrzeuge. Wir werden in den nächsten Minuten landen und dann muss es schnell gehen. Ich will eine volle Quarantäne im gesamten Norden von Vancouver Island. Niemand darf mehr rein oder rauskommen. Aye, Sir. Aye, Sir. Wir beginnen mit dem Landeanflug auf Port Hardy Airport. Bitte schnallen Sie sich an. Sie haben doch den Bürgermeister vorhin gesehen. Warum war er nicht bei den anderen? Und was schließen Sie daraus, Sherlock? Seien Sie nicht immer so gehässig. Schon okay. Er war nicht bei den Brennenden. Also ist er noch am Leben, also... Der Besucher in ihm? Möglich. Vielleicht war er auch nur der Erste, der unter die Kontrolle gebracht wurde. Bringt uns also wieder zurück zu der Frage, nach was wir hier suchen. Nach Hinweisen, wo der werte Herr Bürgermeister gewesen sein könnte. Und wenn Sie mithelfen würden, könnten wir vielleicht schneller was finden. Nein, danke. Ich hatte genug von Action. Für heute. Vielleicht hat er in einer seiner Visionen etwas gesehen. Nein, ich habe den Mord gesehen. Ich habe ein großes Feuer gesehen. Aber alles zusammenhanglos und durchstückelt. Na, großartig. Hier, ich habe was gefunden. Ein Foto? Da ist er mit einer Gruppe Fischern und einer Karte in der Hand. Er zeigt auf... Clarence Strait? Das ist etwa 400 oder 500 Meilen nordöstlich von ihm. Das ist doch ein Witz. Er würde doch niemals wissentlich auf einer Karte sein Versteck preisgeben. Vielleicht doch. Zumindest ein Hinweis. Je nördlicher wir kommen, desto kälter wird es. Und, hört ihr das? Schnell, raus hier! Wer immer das ist, wir sollten ihm auf jeden Fall vermeiden, über den Weg zu laufen. Los jetzt, Glenn!
Bleiben Sie nicht zurück! Das ist gar nicht gut. Vielleicht hat sie uns. Bleiben Sie stehen, oder wir müssen schießen. Sheriff Kathleen O'Connor, wir dürfen hier sein, Sie nicht. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Identifizieren Sie sich, bevor Sie uns hier mit Waffen bedrohen. Ma'am, Sie stehen unter Arrest. Bitte machen Sie uns keine Schwierigkeiten. Ich bin vom CBI. Hier meine Marke. Sie haben hier keinerlei Befugnis. Lassen Sie uns gehen. Snyder, ich wohne hier. Verlassen Sie sofort meine Stadt sonst. Sonst? Ich habe einen guten Anwalt. Wir sind vom amerikanischen Katastrophenschutz und mit Genehmigung der kanadischen Regierung hier. Gemäß dem Washingtoner Krisenakt, Paragraph 2 Absatz 1. In Zeiten nationaler und internationaler Krisen sind alle territorialen Rechte außer Kraft gesetzt. Das können Sie nicht tun! Verdammt! Wir haben das Recht, hier zu sein! Tja, und jetzt haben Sie das Recht? Nein, ich berichtige, die Pflicht, unseren Weisungen Folge zu leisten, oder ein Standgericht verurteilt Sie an Ort und Stelle zum Tod durch Erschießung. Sie haben die Wahl. Er wird sich so nett tun. Jeffries? Sir? Legen Sie die drei in Handschellen und überführen sie ins Lager zur Befragung. Also. Das werden Sie noch bereuen. Mit sofortiger Wirkung steht Vancouver Island unter Kriegsrecht und Port Hardy unter Quarantäne. Bitte? Ha, das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Mitnichten. Eine ganze Stadt begeht kollektiven Selbstmord. Ich denke, normal ist das nicht. Ich bin sehr auf Ihre Geschichten gespannt. Und jetzt führt sie ab, wir haben noch viel zu tun. Aye, Sir. Bericht Z00001-190610. Ball, Port Hardy. Statusbericht. Quarantäne in Kraft getreten. Bisher 2174 Tote. Weitere 1958 Menschen werden noch vermisst. Lage kritisch. Einschätzung. Anomalie noch offen. Eindringling noch nicht lokalisiert. Empfehlung. Weitere Analyse zur Erfassung der Verantwortlichen. Button. 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 Als verantwortliche Redelsführer konnten die folgenden Individuen ausgemacht werden. Glenn Snyder. Bert Stevens. Sheriff Kate O'Connor. Sabrina Hoyer. Operative Commander Elwood Harris. Martin Sabel. Mr. Smith. Tobias Diakov. Bürgermeister Bob Ramsey, Penny Wagner, Deputy Phil Carter, Carsten Wilhelm, Lieutenant Jonathan Jeffries, Horst Kurt, Billy Rofon, Bakte Puschmann, Hubert Hume, Ralph Sarge Pappas, Jay Hancock, S. Baldrick, Inspector Fowler, Dirk Hardegen, Jennifer Feuer, Kirsten Schumann, Timmy T., Marco Ansing, Senator Clifford Collins, Sönke Strohkark, Tomislav, Dennis Paula, Lieutenant Sandra Thomas, Kirsten Schumann, Mathilda Hopkins, Oda Plein, Gold Bain, Stefan Sormenier-Gwinkowski, Professor Sergei Polokov, Christian Hanke, John Henderson, Jörg Buchmüller, Marine, Markus Raab, Tom Harper, Dennis Schuster, Regie, Tabitha Hammer, Cockpit, Martha Thor, Helikopterpilot, Jan Beusen, Moderator 1, David Mailänder, Moderator 2, Dennis Horn,
Nachrichtensprecherin Kim Pfeiffer. Statisten Joachim Klotz, Dennis Schuster, Benjamin Plath, Marc Schülert und Matthias Nagel. Skriptregie und Promotion Bakti Puschmann. Schnitt, Sounddesign und Musik Dennis Schuster. Cover Art und Artwork Daniel Klages. Zusätzliches Artwork Carsten Hoppen. Casting Support Oda Plein. Copyright 2010. Innovative Fiction, Schuster und Puschmann GbR.